Und damit willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Die letzte Episode hat damit aufgehört, dass ich ja Wanted-Status hatte beim Imperium. Und da habe ich mal ganz kurz nachgesehen, wie man den wegbekommt. Das erste, auf das ich irgendwie nicht gekommen bin, ist einfach mal nichts tun und warten, bis wieder weggeht, so GTA-Style. Dann kann man hier noch so Officer bestechen, wenn sie da abtrünnig sind. Oder halt, wenn es, glaube ich, ab Stufe 6, dann kommen dann hier Spezialeinheiten. Wenn man von denen dann so eine Chipkarte klaut, dann kann man zu einem imperialen Terminal gehen und Wanted-Status löschen. Jo, ich glaube, ich warte hier noch ein bisschen, gehe hier nicht rein. Ich glaube, ich schaue mir hier mal das Piratenlager an. Piratenüberfall-Ereignis, Big Point setzen. Das ist irgendwo hinter uns. Da hinten oben. Schauen wir mal. Kann ich da irgendwie so hoch? Yes. Na komm, geh mal da hoch. Na echt, hab ich da jetzt... Oh, geht doch. Shit, aber ich komm da nicht hoch. Schade. Ich wäre gerne von hinten gekommen. Ja, komm ich da jetzt überhaupt irgendwie da hoch? Nee, da auch nicht. Schade. Gut, wir nehmen den anderen Weg. Mal sehen. So, mal gucken. Das war... Da hinten? Bin ich jetzt so? Wo war denn das jetzt? Ach, da hinten. Okay, muss man mal schauen, was hier so abgeht. Achtung, Eingreiftruppen. Ich will, dass der ganze Bereich durchsucht wird. Eliminieren Sie alle verbliebenen Piraten und finden Sie die gestohlenen Vorräte. Ich wette, die merken nicht mal, wenn ein Teil dieser Vorräte fehlt. Naja. Ja. Das klingt nicht gut. Shit, jetzt ist der ganze Spaß hier vorbei. Kann ich da irgendwie was machen? Angreifen, Explosion auslösen. Ja, mach mal. Auf das Fass da. Ah, okay. Was dann? Ein bisschen mehr Wumpf wäre geil gewesen. Verstanden. Siehst du mich? Nee, ne. Hol sie dir, Kumpel. Okay, stell bei der Entdeckung. Wo sind die anderen jetzt hin? Formieren wir uns neu. Hey. Ja, komm her. Jetzt müsste ich nur der hintere muss näher herkommen. Hier ist eine tote Kameradin. Na gut, Nex. Hol sie dir. Halte durch! Nice. Sehr gut. Dann nehmen wir hier mal alles mit. Sehr gut.
Ja, ja, kommst du mal her. Ich brauche nur einmal Vorräte. Du siehst mich hier nicht. Ich brauche eine Ablenkung, Nix. Kannst du auch angreifen? Scheuch das weg! Gut. Nice. Okay, dann glaube ich, sind wir hier fertig. Mal eine Sache, die funktioniert hat. Oh, danke schön. Bist du bereit? So, bis denn. Hat Spaß gemacht. Da haben wir ziemlich gute Beute gemacht. Was next? Ja. So, Journalkarte. Piratenüberfall Ereignis. Das haben wir jetzt gemacht. Da hinten. Wasservoll Vorratslager. Da könnten wir auch nochmal hin. Chaskas Versteck. Da hat es einen Schatz. Das heißt, wir machen da hinten mal eine Schnellreise und gehen mal nach da unten bei. Ist das schlau? Ah ja, komm. Schnellreise bitte. Damit wir mehr Gutes hier bekommen. Einsehen. Einmal da raus. Gleiter bitte. Hallo? Wir müssen mal einen Zahn zulegen. Sehr gut. Und das hätte ich jetzt. Nee, das ist ein bisschen zu nah. Hätte ich jetzt gern verfolgt. Ach, da hinten. Es hat geheißen, irgendwo hinter dem Wasserfall. Kann ich hier einfach parken? Oh, es geht. Ja, das ist es schon mal nicht. Hier vielleicht. Nee. Auch nicht, dann bleibt ja nur noch. Ah. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Okay, was haben wir hier? Hey, kleiner Bruder, ich habe deinen Vorrat gefunden und weißt du warum? Weil du ihn hinter einem Wasserfall versteckt hast. Ganz schön offensichtlich, meinst du nicht? Weißt du, in welchen Schwierigkeiten wir stecken, wenn du die Beute nicht ablieferst? Zum Glück ist deine schlauere Schwester hier, um die Kuh vom Eis zu holen. Ich habe das Zeug in Tante Neas neuer Bleibe weggeschlossen. Sie ist neben dem Plateau südlich von Yauntas Hoffnung. Schade. Ah, das wäre auch zu einfach gewesen. Schade. Gut, hat er das jetzt aktualisiert? Ach, das war hier. In einer Farm östlich von Yauntas Hoffnung. Na gut. Gleiter, komm mal her. Einfach mal über alles, was wir hier so haben. Ah, dann dürfte das die Farm sein. Das sind keine Leute? Andererseits 200 Meter. Mal kurz gucken. Nee. Da müssen wir noch ein bisschen düsen. Das Verdacht mal hier nach oben. Ah, da wird es das hier sein. Tü, schönen guten Tag. Sieht irgendwie aus wie ein Camper. Der einfach nicht mehr wegfährt. So, was haben wir hier?
Du hast nie gesagt, dass das Ziel ein Bergkonvoi ist. Wir haben die Hälfte des Gewinns in den Bergen südlich der Anlage versteckt. Den Rest haben wir für uns behalten, als Zusatzzahlung für den Aufwand. Wenn du das liest, haben wir Toshada schon verlassen. Also such das gar nicht nach uns. In den Bergen südlich der Anlage. Aha. Hey, hast du kurz Zeit? Ich? Ja, wenn es sein muss. Was los? Willst du etwas von mir? Deine Meinung. Meine Tochter will zum Arbeiten nach Mirogana, aber mir bereitet das Imperium Sorgen. Die Stadt ist mehr als nur das Imperium. Du willst nur nicht, dass ich gehe. Warte noch eine Saison. Wenn die Imperialen fort sind, reden wir drüber. Ach, ist das zu glauben? Was meinst du? Ich bin verbleiben. Ach, mit dem Imperium ist nicht zu spaßen. Gegen die kommt niemand lang an. Lieber den Kopf unten halten. Was? Soll ich mich also auf ewig vor denen verstecken? Na, das ist schon nicht. Wie der Wind, das Amberin bezwingt, wird auch das Imperium vergehen. Wenn ich nicht vorher vergehe. Eines Tages wird sie es verstehen. Danke. Jo, immer gern. So, ich würde mal sagen, wir schauen mal da drin. Verschlossen. Nix. Halt das mal für mich, ja? Nice. So, alles mitnehmen hier. Aber das wird es nicht gewesen sein, oder? Ah, doch. Ja, nice, nice, nice. Und hier noch irgendwas? Nö. Gut, und bei Gelegenheit sollten wir mal den Loot verkaufen. Ah, oh, muss ich... Willst du jetzt mehr Energie haben? Kannst du das für mich offen halten? Dankeschön. Gut, schau mal. Das wäre jetzt alles erledigt. Also, gehen wir zum Imperium rein. Und treffen mal die Hackerin. Ich hoffe... Den können wir eigentlich wegmachen. Dass wir da jetzt einfach so reindüsen können. Wie wär's mit einer Spritztour? Hallo. Oh, Performance. So rein so wegtechnisch. Eher so links. Links bis zur Kreuzung. Und dann noch der zweiten rechts. Ja. Der zweiten rechts abbiegen. Okay. Ich werde nicht angegriffen. Sehr gut. Da die eine Barrikade ist auch weg. Oh, das ist die. Ist das schon die zweite hier? Ja. Und dann einfach der Straße hier entlang. Ja, ich bin immer noch wanted oder wie? Genauer gesagt stecke ich hier fest. Sie haben mich umzingelt. Oh. Ich soll jetzt irgendwie da rein. Nein, 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 nein. Was machst du? Was machst du? Ich tue mein Bestes. Ah, shit. Los geht's, Kumpel. Ach, toll. Wanted Status 1. Bringt mir das was, wenn ich hier... Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Nice. Hintereingang.
Oder der eigentliche Ausgang. Hacking Kit. Ernsthaft. Mann, das wäre jetzt so perfekt gewesen. Achtung, die Verdächtige wurde zuletzt in Mirogana gesehen. Rücken Sie in den Bereich vor und nehmen Sie sie fest. Ja, aber gibt es denn sonst irgendwie einen Weg, dass ich da in die Basis reinkomme, ohne dass die da gleich alle Amok laufen? Ja, komm, spiel mal ein bisschen mit. Zielperson verloren. Kehren Sie auf Ihre Positionen zurück. Dankeschön. Vielleicht? Ich glaube, ich sollte das mal lassen, hier mit dem Gleiter zu fahren. Ich sehe... Ja, da sind die Truppen hier unten. Ist das vielleicht ein Weg hier? Ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl. Vor allem, die sind hier die ganze Zeit am Rein- und Rausfahren hier. Scheiße. Wie soll ich an den Dudes vorbeikommen? Es muss doch einen anderen Weg geben, als wie durch die Haupteingangstür. Showtime, Kumpel. Na los, erschießt es! Lass mich in Ruhe! Zurück. Was war das? Wieso? Wo ist jetzt der Hangar? Viel los und in sich! Nee, echt jetzt! Na toll. Ja. Das hat sehr gut funktioniert. Kommt die da runter? Jo, ich bin noch im Trigger. So, wenn es einfach nur hier hinten. Wow, die Performance ist ja gerade der Oberburner. Aber das ist irgendwie, was ich da so gehört habe, auf dem Bug da von dieser RTXDI oder so ähnlich aus, die Techniker, die was beim Raytracing das Bild schärfer machen soll. Das passiert aber immer nur so sequenzweise. Der Berg da. Da ist eine Höhle. Ist das mein Eingang? Aber ich habe den Weg gefunden. Yes. Bitte sag mir, dass das irgendwie angeschlossen ist. Yes. Schön leise, Kumpel.
Verstanden. Ich hab's mir noch gedacht von unten. Okay. Machen wir mal jemanden scannen. Ich weiß nicht, ob ich da nach oben gehen soll. Zum Angriff jetzt. Nein! Nein! Was ist das? Nix! Scheiße! Bewegung! Sie darf nicht entkommen! Zerquetscht sie! Wo sind sie? Da lang! Findet sie! Sofort! Seht überall nach! Hat sie jemand gesehen? Stopp! Sie sind nicht befugt, hier zu sein. Das gefällt mir gar nicht. Tut dich aus, Nix. Okay, gut. Ich glaube, erstmal wieder safe hier. Bis auf den Dude da oben. Der ist noch scharf. Da mal wir jetzt reingehen. Mach mal auf, Kumpel. Nix. Die Tür. Da war nichts. Wo schaust du gleich hin? Geh mal nach da oben. Ich will nämlich da ins Tor rennen. Ja, wobei er schaut nach unten. Bitte nicht. Gut, es ist vorbei. Sehr gut. Leiter. Okay, 70 Meter. Oh, 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 oh. Gehen wir. Was machst du hier? Du hast nichts gesehen. Na, kommst du jetzt hier rein? Nee. Was siehst du? Ja, da sind insgesamt 4 Dudes hier. So, und der Marker zeigt nach da hinten. Komm, jetzt mal hier noch ein bisschen genauer. Ja, toll. Ich denke mal, da neben der Tür steht auch gerade einer. Ah, das war wieder nur so ein Rauchding. Ah, vielleicht ist unten doch die Way to go. Verstanden. Bleibe in Alarmbereitschaft. Nix. Das Terminal. Was ist das denn? Hier ist nichts.
Weißt du was? Dich angreifen. Hol sie dir, Kumpel. Sehr gut. Also, da konnte ich jetzt auf den Computer irgendwo zugreifen. Was ist der da? Sicherheitstüren entriegeln. Ja, bitte. Also, erledigt. Nice. Bitte sag mir, das hilft mir. Tob dich aus, Nix. Nein! Bleib genau da stehen! Danke. Sehr gut. Was hat mir das gebracht? Mal nochmal ein Computer. Geschützt zum Deaktivieren. Oh. Kamera deaktivieren? Daten übertragen. Machen wir zuerst mal den Geschützturm. 4. Das da, das da, das da. Die 17 könnte schon mal sein. 17 und 5. Die 5 ist auch falsch. 11, 20, 5. Und wir haben auch die 11 noch. Also machen wir mal 4 und 11. Oh oh. Scheiße. Okay. So, deaktiviert. Kamera deaktiviert und irgendwelche Daten übertragen. Gut. Ja, so. Aber das hat uns jetzt nicht näher gebracht. Komm mal mit. Moin. Was haben wir hier drin? Das sieht auch wieder nach Hintereingang aus. Ja. Dann probieren wir es damit. Nice. Inklusive Granaten. So, wie sieht es denn draußen aus? Okay, es ist absolut dunkel. Ist hier jemand? Ja, da hinten, der Dude steht nach wie vor da. Das erste Mal, dass mich so eine steife Brise umgehauen hat. Mhm. Jag das Fass hoch. Aber pass auf. Da spottet es mich etwa. Na los, gehen wir der Sache nach. Zum Angriff, Nix. Gott sei Dank geht ihr nicht auf Lärm. Nice, neue Trophäen. Kommt der eine Dude jetzt von da oben? Nee. Was siehst du? Wir müssen nach oben. Geht's denn dahin eigentlich? Bewegung, Nix! Wir haben es auf uns abgesehen! Bewegung! Wir brauchen Hilfe! Nö, nö. Scheiße. Nehmen wir Alarm. Gewalteinsatz ist autorisiert. Durchkämmt das Gebiet. Sehr wohl. Da
Naja, andererseits. Ich glaub's einen großen. Okay, ich bin drin. Gut, ich hab die Türen versiegelt. Komm ins Hinterzimmer. Das muss der Hangar sein. Unglaublich. Wie hat sie es überhaupt in unser System geschafft? So darf uns doch niemand aussperren können. Okay. Was war das? Ich vermute, sie ist weg. Sie sind verloren. Kehren Sie auf Ihre Stationen zurück. Sehr gut. Na klar, beim letzten Einsatz ändern Sie die Protokolle. Ayla, ich hab's. Ein Gesicht zur Stimme. Gut. Jetzt kann ich es tatsächlich hier rausschaffen. Mach das Teil einfach an der Antenne auf dem Dach fest. Wird das funktionieren? Vielleicht. Ist Plan C. Ja, okay. Wir sind schon bei Plan C? Hey, ich hab heute eigentlich frei. Ach, und wenn du schon dabei bist, pass auf das Schiff da draußen auf. Ich will nur noch weg hier. Okay. Ich hoffe immer, das lohnt sich. Jetzt geht eine Antenne auf dem Dach an. Ach, da hätten wir auch reingehen können. 27 Meter. Oh, das ist eine Leiter. Aber wir könnten auch den gleichen, fast den gleichen Weg nehmen, den wir reingekommen sind. Ist eine Option. Ich habe gehört, dass es morgen eine Inspektion gibt. Ja, hier ist keiner, der mich hier sehen kann, oder? Sektor gesichert. Der Modulator ist bereit. Was jetzt? Jetzt aktiviere ich die Geschütze. Oh oh. Oh, wow, nicht schlecht. Damit ist dein Weg zum Kontrollraum frei. Du musst diese Luftabwehrgeschütze für mich deaktivieren, damit ich hier abhauen kann. Moment, oh, Scheiße. Wie hast du das gemacht? Mit Erfahrung und richtig gute Technik. Weiter so. Also da komme ich nicht rüber, ne? Okay, der ist tot. Oh, ich glaube, wir haben sie abgehängt. Ey, ich frage mich gerade noch, wie ich da zum Geisten darüber komme. Ach, die sind jetzt alle tot. Nein, lang. Tut eure Pflicht. Moment mal. Na gut, alle zurück auf ihre Posten. Ich würde irgendwie da gerne rüber jumpen. So, was wir nutzen jetzt mal da die Leiter. Machen das mal sicher. Und hier rauf. Gut, es ist vorbei. Oh nee, noch lange nicht. Sehr gut. Ich will einen Lagebericht. Ende. Wo ist der? Dann machen wir es mal auf die harte Tour. Ja, aber jetzt warte mal. Es ist doch genau der Kontroll. Ja. Ich bin jetzt am Turm. Und ich bin unterwegs zum Shuttle. Ich starte, sobald du die Geschütze ausgeschaltet hast. Ja, aber das habe ich doch schon gemacht. Moment. Ja doch, 25 Meter. Wir fahren mal kurz nach oben. Bitte sag mir, dass das jetzt hier nicht buggy ist. Okay, gut. Ja, deaktiviere die Luftabwehr. 7 Meter. Ich habe das alles schon gemacht. Also, Gott sei Dank, da noch einen zweiten. Turbolaser deaktivieren. Okay, komm, Ende am Zahlen.
Die 13 hätten wir mal. Was machen wir da? Södele. Zeitung abgeschaltet. Dann bin ich mal weg von diesem Mond. Ruf durch, wenn du raus bist, Wes. Ja, toll. Wäre ja dann wenigstens schön gewesen, wenn sie uns mitgenommen hätte. Aber ich guess, das Gebiet ist jetzt hier frei. Wir könnten es wagen, einfach mal durch die Haupttür zu gehen. Ja, da ist keiner mehr da. Ja, so viel zu, es ist keiner mehr da. Kann ich. Der Trick bei der Sache liegt darin, sich vom Wind abzuwenden. Aha. Interessante Gespräche. So, ich will eigentlich nur noch da hinten. Soll ich da nochmal runter? Bitte stirb nicht. Ja. Nicht gut. So, er mit dem Speeder. Dankeschön. Bereit, nix? Nicht mal in Handschellen. Du wolltest bessere Hacking-Tech, ja? Ja, mein Kind hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich habe bei Cent was hinterlegt, was ziemlich cool ist. Ich sag ihm, er soll dich bei Makal treffen. Ja, dankeschön. Södele. Also, Makal Spielhöhle, Mirogana 1,3. Oh, ich glaube, da können wir jetzt mal faul sein. Ja. Schnellreise, dankeschön. Aber interessante Reihe. Und als nächstes kommt das Speeder dran. Kann ich dann nochmal cheaten? Einmal. Ja, genau. Schnellreise noch da drin. Dann sparen wir uns das Gehen. Und nach. So. Wo ist derjenige? Da hinten? Ah. Hello. Also, Eile hat gesagt, du hast ein Hacking-Kit für mich. Hier, nimm. Ich will zurück in meinen Bezirk. Okay. Es sieht so aus, als könnten wir da irgendwie rein. Nur aktuell nicht. So, neue Fähigkeit freigeschaltet. Enki, der Möglichkeit, diverse Geräte zu hacken und sich mit Joker einen Vorteil zu verschaffen. Okay, also das ist quasi das, was sie dann gemacht hat. Dass wir hier die Geschütze und so weiter umpolen können. Okay, das ist praktisch. Geht es noch weiter? Schieße abgelenkte Gegner mit dem Blaster nieder. Dann haben wir hier Heckenschützen. Okay. Dann haben wir die Nix-Alarmkonsolen zu interagieren. Wie viele Nix verschiedene Aktionen durchzuführen? Das wäre 7 und Hacke-Geräte in 3 oder weniger versuchen. Oha.
und reduziert Geräusche dazu, schießt einen Schmugglerauftrag ab, schlage einen imperialen Offizier nieder. Knacke verschiedene Schlösser. Okay, und da brauchen wir einen Codeknacker-Chip. Und einen Direktenergieschaltkreis brauchen wir noch. Dann könnten wir hier die Energie verbessern vom Hacking da. Ich glaube, das tue ich mal verfolgen hier mit dem Codeknacker-Chip da. Ja, nice. Und dann müssen wir noch mit dem Mechaniker quatschen. Ayla, ich habe dein Hacking-Kit. Danke. Ich schicke dir die Koordinaten zu einem Vorrat, damit du es testen kannst. Und fest? Ohne dich wäre das nichts geworden. Du wirst deinem Namen gerecht. Ja, danke. Wie meinst du das? Hör zu, ich bleib auf der Renpali-Raumstation, bis ich weiß, wo es für mich hingeht. Komm ich doch besuchen. Ja, Spiele. Bezüglich dem Kit, was du da jetzt markiert hast. Was haben wir hier? Achso, das wäre mit dem Mechaniker, um den Gleiter zu verbessern. Aber wo ist der Marker von dir? Hier. Ein Kernstück zur Herstellung von einer Second Kit Verbesserung. Codeknacker Chip. Und dann haben wir noch die Sabotage. Heikwillerer Station. Das ist alles da unten in der verlorenen Steppe, wo wir noch nicht gewesen sind. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Und dann würde ich, weil es auf dem Weg liegt, da bei dem Lager hier vorbeischauen und dann hier runter zur Sabotage. Das ist ja, lass mal kurz schauen, Journal. Ist mir das sehr gut, ich hatte einen Auftrag für Kay, der nur persönlich besprechen würde, das... Achso, nein, eigentlich sollte man vielleicht mit ihm nochmal quatschen. Das ist ja jetzt gerade da, wo wir hier sind. Machen wir das vielleicht am Anfang in der nächsten Episode. Und dann können wir Sabotage weitermachen. Irgendwie so. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald zu Star Wars Outlaws. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.